Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Ferrari wird, wie andere Teams auch, zum Frankreich Grand Prix ein paar aerodynamische Updates mitbringen. Da hätten wir zuallererst einen neuen Frontflügel mit zusätzlichem Abtrieb, gefolgt von einem neuen Unterboden. Teamchef Mattia Binotto versichert, dass man die Korrelationsprobleme zwischen dem Windkanal und der Strecke gelöst habe. Die benötigt man später für die zukünftige Entwicklung. Die Aerodynamik des SF90 soll neu ausbalanciert worden sein. Der Teamchef der Roten meinte auch, dass sie die Leistung wie in Kanada auf ähnlichen Strecken wiederholen werden, Paul Ricard gehöre aber nicht dazu. Nächstes Thema. Wir bleiben beim italienischen Traditionsthemen. In diesem Video hatte ich euch darüber informiert, dass Ferrari den internationalen Sporting Court in Erwägung zieht und genau das ist am Montag auch passiert. Die Scuderia hat nämlich neue Beweise, welche genau, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Als erstes muss die FIA entscheiden, ob jegliche Beweise für eine Neuüberprüfung der Strafe ausreichend sind. Wenn ja, wird man sich Ferraris Beweise anhören und über die Zeitstrafe entscheiden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Sache mit dem internationalen Sporting Court ausgeht, wie jeder andere Ferrari-Fan auch. Denn dass eine Zeitstrafe zurückgenommen wird und derjenige, der als erster über die Ziellinie gefahren ist, auch wirklich gewonnen hat, wissen wir spätestens seit dem Film Rush oder Spanien 1976. Damals wurde der Bolide von James Hunt als illegal eingestuft, da er zu breit war. Zwei Monate später bekam er seinen Sieg zurück. 23 Jahre später wurden beide Ferrari nach dem Comeback-Rennen von Malaysia ebenfalls als illegal eingestuft, weil sie nicht regelkonforme Bartsports verbaut hatten. Auch hier wurde die Disqualifikation zurückgenommen und Irvine und Schumacher bekamen ihre Plätze 1 und 2 wieder. Kommen wir zum Community-Kommentar. Massive Motorsport Sim Racing hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Hi Mike, mich würde interessieren, was du von der Mercedes-Dominanz hältst und ob du glaubst, dass Ferrari dieses Jahr noch eine Chance hat. Ich bin der Meinung, dass Ferrari es sehr schwer haben wird, aber eine Chance haben sie noch. Ja, dankeschön erstmal für euer Kommentar. Für alle diejenigen von euch, die es nicht wissen, das ist übrigens die Liga, wo ich mit Novatec, meinem Abonnenten im Toro Rosso, in F1 2019 antreten werde. Also zur Sache. Ja, die Mercedes-Dominanz gefällt natürlich nicht jedem, ist ja klar. Ich gebe euch recht, dass Ferrari es sehr schwer haben wird. Das Ganze ist nicht unmöglich. Weil Mercedes ist in den Kurven schneller und Ferrari auf den Langgeraden. Ferrari hat ein absenkbares Heck, das bedeutet, dass sie dann weniger Luftwiderstand bekommen und das bedeutet, dass sie mehr Topspeed auf den Geraden erlangen. Das heißt, Strecken wie Spa und Monza liegen definitiv in Ferraris Hand. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.